Kommt, kommt nur, wärmt euch am Feuer des alten Skuld. Habt ihr einen einäugigen Riesen gesehen, alter Mann? Wenn ihr nach Riesen sucht, die haben wir hier reichlich. Ragnarök ist nah. Als die Nordmänner anfingen, sich zu bekämpfen, kamen die Riesen aus den Bergen herunter und machten mit. Vielleicht können wir einige der Nordmänner davon überzeugen, lieber uns zu helfen, anstatt sich zu bekämpfen. Na, sie würden Fremde töten, sobald sie sie zu Gesicht kriegen. Ich habe das Banner meines Dorfes bei mir. Wenn ihr es vor euch hertragt, hören sie lange genug auf zu kämpfen, um euch anzuhören. Aber überzeugen werdet ihr sie nicht. Wir sollten es versuchen. In der Schlucht zwischen uns und den Clans gibt es eine Menge Riesen. Aber wenn ihr versprecht, mich zu beschützen, werde ich euch begleiten. Damit willkommen zurück zu Let's Play Age of Mythology. Wir sind weiter im Norden unterwegs. Warum leckt das hier gerade so? Und jetzt geht's wieder. So, die beiden Kollegen hier packe ich mal auf die 2 und den Rest auf 1. Denn die beiden hier dürfen nicht sterben. Und wie wir erfahren haben, müssen wir die hier hinten hinbringen. Und uns dabei durch diese Schlucht durchkämpfen. Und ich frage mich, warum hat der Skuld eigentlich eine Bergfestung und warum macht er, kann man die nicht benutzen? Ach, spawnen noch Einheiten hier. Ja, in der letzten Mission musste ich ja es mehrmals versuchen. Zweimal. Ach krass, das geht richtig schnell hier. Ich hoffe mal, dass das dieses Mal besser klappen wird. Ich benutze immer hier meine Hopliten, die haben ja Bonusschaden gegen Gebäude. Okay, der ignoriert mich komplett. Es scheint so, dass Als ob die, ist sehr wichtig ist, hier die Tempel schnell auszuschalten. Ich mache mal eben die Hinweise hier an. Stören Sie die Riesentempel, auf die Sie treffen. Der Vollstag-Bannerträger hat viel, Sichtweite, okay. Ja, ich weiß nicht genau, wie schwierig es jetzt hier werden wird. In der letzten Mission hatte ich ja ein wenig Probleme. Da musste ich das Ganze zweimal versuchen. Bloß ob ihr meine Kombination an Zaubern hier. Ich habe den Blitzzauber und die heilende Quelle. Wer hat sich jetzt erwischt? Schon wieder am anderen Mann. Die hält aber nicht viel aus. So, um ein bisschen Sicherheit zu bringen hier. Es dauert eine Weile, bis man in dieser Mission seine eigenen Truppen machen kann, also will ich mal lieber ein bisschen sparsam sein. Ah ja. Commander, du möchtest doch bestimmt auch wieder mitkommen. Hier ist noch ein Tempel. Vielleicht machen wir das mal anders. Vielleicht machen wir erstmal die Helden. Die 1, die euch auf die 3 und der 3 auf die 2. Dann kann ich mit denen immer die Riesen bekämpfen hier. Den Helden. Wenn da Infanterie die Gebäude zerstören. Das müsste allgemein besser funktionieren. Auch damit meine, meine Infanteristen hier nicht die ganze Zeit von den Frostriesen und den Gefrierzrauber abkriegen. Und mit meinen Helden bin ich sowieso besser gegen die Riesen. Schaue ich noch ein bisschen, ob es hier noch irgendwo Tempel gibt, die ich zerstören sollte. Hier gibt es jedenfalls jede Menge Schweine und da sind auch ein paar Riesen. Ich glaube, das mache ich einfach mal jetzt. Das ist so ein bisschen in die Richtung abschweife, einfach um zu gucken, ob ich hier ein paar Tempel vernichten kann oder muss. Aber die 4 kommen schon ganz gut alleine mit den Helden klar, mit den Riesen klar. Oh, hier sind ganz schön viele. In wedge.
Ist ein Tempel schon mal, ja? A hero has fallen. Ist mir der Kantos gerade drauf gegangen? Komm, ich rechne schnell genug kaputt, bevor hier noch mehr Riesen kommen. Super. Also ich verspreche mir von dieser Aktion, dass ich dann später weniger Probleme habe. Wenn halt weniger Riesen gespawnt werden. Jo, da könnte es geben wahrscheinlich direkt wieder drauf. Aber das passt schon. Wir haben noch den Account, den Ajax am Start. Oh, steht, da kommt noch mehr. Ja gut, dann lass vielleicht noch die Leute hier mal mitkämpfen. Nicht, dass mir hier alle drauf gehen. Die wollte ich bitte, danke schön. Ach, noch mehr Tempel. Was? Ich hoffe mal, dass es das auch wirklich bringt jetzt hier. Wenn ich hier nicht meine wertvolle Lebenskraft verschwende. Ich bin schon ganz schön Schaden gefressen. Ach, fuck, das sind zu viele. Naja, ich glaube, ich kann nicht alle Tempel vernichten, bevor ich zu einem späteren Teil des Levels komme, wo ich zusätzlich Einheiten machen kann. Das war, glaube ich, ein wenig zu voreilig. Obwohl, das sieht ja nicht ganz gut aus. Ich hoffe, mir sind nicht zu viele von den normalen Einheiten draufgegangen. Shit. Ja, ich mache das mal anders. Ich gehe zurück. Und kümmere mich um diese Gegend dann vielleicht später, wenn überhaupt. Die Ziege nehmen wir mit. Schweine können wir vielleicht auch noch gebrauchen. Also man kann eine Basis bauen hier, an einer späteren Stelle. Und vielleicht kann ich dann da Einheiten machen und mich vielleicht um den Feind kümmern. Oder mich einfach ganz normal verteidigen, das wird wahrscheinlich auch klappen. Schweine parke ich jetzt mal alle hier, die Ziege darf auch hier hin. Aber einer ganz neuen. Oh, der ist es ja schon. Okay. Da war ich dann eigentlich voreilig. Okay. Das hätte ich also alles ganz anders angehen sollen. Aber so ist man später immer schlauer. Jetzt haben wir hier halt diesen Wall vor uns. Und über den können wir nicht sogar vielleicht überwinden. Jetzt brauchen wir Belagerungswaffen. Wir lassen unsere Infanteristen da schon mal ein bisschen noch rumkloppen. Jede Menge gute Schweine hier. Vorrangig werden wir nicht. Und ja, jetzt werden aus diesen beiden Schluchten gleich Feinde kommen. Hier und hier. Es gibt mehrere von diesen Tempeln. Ja, ich bin jetzt eher der Meinung. Oder der Befürchtung, dass es sich nicht lohnen wird, da die Schluchten zu laufen und versuchen, die Helden, die ganzen Tempel kaputt zu machen. Ja.
Deshalb baue ich mir lieber hier ein kleines bisschen was an einer kleinen Basis halt auf und verteidige mich lieber gegen die Riesen, die hier ankommen. Ich muss auf jeden Fall in die dritte Zeit kommen, um dann, wo habe ich jetzt gerade Viech gekriegt, um dann Belagerungswaffen machen zu können. So, das war's. Ich mache ein paar Helden natürlich, damit ich hier gegen die Riesen besser klarkomme. Der Ragi Pferdbogen ist am Start. Mal sehen, wen wir so als Verstärkung noch kriegen. Der Triffing Axtarm. Was macht die Arbeit hier? Boah, es geht ja schon ganz gut voran. Vielleicht alle einfach nur die gleichen Felsbrocken kloppen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass jetzt nicht so viele Feinde hier kommen. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass man hier stark unter Druck gesetzt wird. Und ich schieß vor Finnere Schweinjäger. Ja, da sind sie schon. Und auch da. Dürfte alles easy peasy sein hier mit meinem ganzen Helm. Kann ich mir noch so einen Harrier holen? Sind noch ganz gut gegen Gebäude. Ja, ganz so viele Einheiten hätte ich vielleicht gar nicht machen müssen. So, das ist eine sehr coole mythische Einheit übrigens. Wir sind übrigens Loki, merke ich gerade. Krass. Die machen nämlich Bonusschaden gegen Gebäude. Und haben diese Tröte am Start. Die ist ein bisschen wie der Kampfstreif vom Arkantos. Damit werden alle Einheiten kurzzeitig ein bisschen besser. Die in der Nähe sind. Was hat der Typ hier? Ah, das war mein Scout, der hier gespawnt ist. Den können wir ja mal hier hinschicken, schauen, was da so abgeht. Na, der Trottel setzt mich oft. Da ist die neue Kompanie von Riesen. Was haben die eigentlich hier so? Ja. Auch alle von Loki. Ich bin mal ein bisschen interessiert. Jetzt mal gucken, was ich so finde. Ja, nicht so viel. Was wollte ich sagen? Ich mache mir mal hier das Ding hier, glaube ich. Wenn ich irgendwo könnte. Ja, also normalerweise ist es so, dass bei Loki, das ist einer der Boni von dem, dass man das Hersen, wenn sie, also die Heldeneinheiten der Wikinger, wenn die kämpfen, dass die ab und zu so zufällig neben sich mythische Einheiten spawnen können. Das scheint jetzt aktuell nicht so ganz der Fall zu sein. Interessanterweise. Vielleicht ist es auch, damit das Ganze hier nicht zu einfach wird. Ganz so viel Holz brauchen wir gar nicht. Was machen die Grabungsarbeiten? Ja, geht ja schon mal gut voran.
viel Gold kosten die nochmal? Ja, ziemlich viel. Da investiere ich lieber noch in ein paar Helden. Kämpfe lieber in der Nähe der Quelle. Ja, es ist zu viel Gold alles. Wie viel haben wir denn hier? Ja, gut, ist was mehr. Gehen wir auch mal ein paar Zwerge, die sammeln natürlich schneller Gold. Ja, alles easy peasy hier. Gibt es irgendwelche neuen Tipps eigentlich? Richten Sie Welle an eine große Streitmacht oder erscheinen dann verrichten Sie die Pferdfestung. Das Ganze, ja. Eigentlich steht hier, dass wir zufällig ermittisch Einheiten kriegen sollten während des Kampfes, aber habe ich noch nichts davon gesehen. Tilbúin? Hver þar? Satt. Tilbúin? Satt. Já, satt. Skip. Satt. Já, satt. 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 Ég vil. Skip. Samþygt. 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 Ja, eine Welle braucht man nicht unbedingt, glaube ich. Ich habe es mir ein bisschen eng gemacht hier, aber eine große Wirtschaft werde ich, glaube ich, nicht brauchen. Geht schon alles klar. Tilbúin? Tilbúin? Ja, Skepan. Skepan. Ein bisschen was zu jagen hätten wir auch noch. Aber das mit den Schweinen war besonders clever von mir. Da bin ich sehr stolz. Das habe ich noch nie gemacht übrigens. Also ist mir noch nie aufgefallen, dass es hier Schweine gibt, ehrlich gesagt. Außer Helden braucht man ja echt nichts, habe ich das Gefühl. Also man könnte natürlich noch Jale machen aus der Bergfestung, aber dringend brauchen tut man die, glaube ich, auch nicht. Vielleicht gönne ich mir einfach noch einen von diesen Typen hier. Vielleicht brauche ich dann gar keine Belohnungswaffen. Und die so ein bisschen in die Masse reinlocken. Nach dem Dorfbewohner könnte ich dann eigentlich auch mal in die nächste Zeit. Und welchen nehmen wir denn mal? Ja, den Kollegen haben wir noch, nämlich noch Flammenwaffen am Start. Sehr guter mythischer Zauber. Stärke erhöhen wird auch noch was bringen. Skip.
So, jetzt müsste ich eine Bergfestung machen. Das kostet der Spaß. Ich mal hier oben hin, dann ist es sicherer. Ein bisschen Holz bräuchte ich dafür, glaube ich, auch. Der Floki-Schwertdeck. Ja, warum? Herr Schwertdeck, warum jetzt bitte mal ein neues Haus? Können Sie den Krake-Diener mit reinnehmen? Jetzt haben wir hier eigentlich noch so viele Sachen. Brauche ich alles nicht. Ich weiß nicht, so richtig lohnt es sich wahrscheinlich gar nicht mit Oros jetzt. Durchbrecht die Felsbrocken rasch! Hallo Kacke. Wobei es sein kann. Ach ne, jetzt sind ein bisschen sehr viele, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Die Riesen kommen immer näher. Durchbrecht die Felsbrocken schnell. Zurück zur Hölle und Quelle, bitte. Akanthos, der Wall ist zerstört. Aber der Gegner ist uns auf den Fersen. Wir müssen der Schlucht nach Norden folgen. Schnell! Ihr habt recht. Wir können uns einer solchen großen Armee nicht stellen. Zieht euch sofort nach Norden zurück. Wir nehmen mal die Klinge. Oh, was ist das denn jetzt? Ah ja, super. Natürlich gibt es auch noch auf die Fresse hier. So, Nice, sind unsere Häuser natürlich alle kaputt. Na gut. Meine Fresse, die übertreiben aber. Ah, wir haben es auch gleich geschafft. Das mit dem Erdbeben hatte ich nicht auf dem Schirm und das sind etwas sehr viele Riesen, ja. Gut. Wir haben es fast geschafft. Ich weiß nicht mehr, was noch so kommt. Ein Wald, okay. Holen die uns schon ein? Ne, sie machen erstmal alles kaputt hier unten. Ein Fluss! Was machen wir jetzt? Die Götter haben uns nicht so weit gebracht, damit wir hier sterben. Es muss einen Weg hinüber geben. Odin hat uns einen Waldbrand geschenkt. Währenddessen kicken hier die Riesen und meine armen Zwerge durch die Gegend. Und dann haben wir es gleich schon geschafft.
Aber wir müssen nur unsere Helden, Skuld und den Bannerträger hier sich ans Ziel bringen, der Rest ist egal. Und das war's auch schon. Ja, damit war es das in dieser Folge. Und in der nächsten kriegen wir das vielleicht leichteste Level der ganzen Kampagne. Ich hoffe, ich nehme mich da nicht zu voll. Ich weiß nicht genau, wie es auf Titan ablaufen wird, aber ich finde es relativ einfach. Also bis dann.